Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Ja, nachdem ich ja im letzten Spiel. Nee, das wollte ich gar nicht. Abbrechen. Zurück. Nachdem ich ja im letzten Spiel 17 zu 2 gewonnen habe am Schluss, geht's dann heute weiter mit der dritten Folge diese Woche und dann gucken wir mal, ob es nächste Woche auch noch Folgen gibt. Entscheide ich spontan, beziehungsweise je nachdem, wie viele von euch das überhaupt interessiert. Also das sind so die Faktoren. Und der Typ, der meinte, er kriegt doch keine Erfahrungspunkte in dem Moment, in dem er aufgibt. Und dann habe ich geschrieben, ist doch nicht mein Problem. Und dann hat er noch etwas Beleidigendes geschrieben, deswegen im Nachhinein gar nicht mal so doof, dass ich den reportet habe. Das war ein Easy 1-0. Genau, das war Kack. Okay, schreibt man anders. Schreibt man mit K am Anfang. Und dann noch ein A. Das CK ist richtig. Ich finde es auch immer gut, dass hier viele Leute sind, die eingebildet sind und meinen, das ist doch nur Glück, wenn ich gewinne und wenn sie gewinnen, dann ist das natürlich Können. Solche Leute mag ich. Habe ich das schon mal gesagt? Nein. Ja, dribbel halt in deinen Strafraum hinein. Du machst das gut. Das war nicht gut. Ich habe ihn gehalten. Also das Tor müssen wir uns übrigens nochmal ansehen, weil das war nämlich viel besser als meins. Bleibt der stehen? Nö. Ich finde, das haben wir gut gelöst. Er findet es übrigens witzig, dass er. Was? Wie soll ich denn anders Tore machen? You need to be bad to win. Ja. Ah. Wie soll ich sonst Tore machen? Ich muss doch Tore machen, indem ich dich ausspiele und dann ins Tor treffe. Verstanden. Ich mache ja nicht mal Tore, indem ich dich wegschubse oder so. Ich spiele dich einfach nur aus. Wenn du hier vorne im Sturm rumstehst, dann kann ich da nichts zu. Du spielst doch selbst gegen dich. Wenn ich den jetzt reingemacht hätte, hättest du dann rumgeheult, ja? Wahrscheinlich schon. Das ist schade. Das ist ein Kontertor. Ja, und soll ich die daneben schießen oder was willst du? Wo ist dein Problem, Junge?
Okay, das wäre jetzt sehr viel Pech. Du machst es doch nicht anders. Ich wollte dir mal das Ergebnis mitteilen. Vielleicht hat er das vergessen. Dann musst du besser spielen. Was macht der da? Was zum Teufel macht der da? Das sind deine Vorlagen. Okay. Wenn ich die erwische, die da mich gerade betrügt. Immer so, Junge. Ich. Boah. Guck mal, jetzt etwas. Was bist du jetzt? So. Wo ist er eigentlich? Ach, da. Das war dumm. Guck mal. Was ist das für ein Smiley mit so einem X? Ah. So ein Wichtig-Tour. Das ist nicht mein Problem. Das echt geglaubt. Soll ich jetzt ihr Z in den Chat schreiben? Ich glaube, dann retardet er. That's the point. Haha, ich habe übrigens gewonnen. Spielsuche. Tja. Die Gewinner dieses Spiels sind immer schlecht. Vor allem bin ich in der Höhenliga über ihm. Ist okay. Ist okay für mich. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Tobi. Streitet mit Leuten im Chat. Die Simon GmbH. Verschluckt. Okay. Bitteschön.
Ja, gerne. Gern geschehen. Ich mache gerne einen Ausgleich für dich. Habe ich nicht verstanden? Kann mir das einer erklären, dieses Anstoßverhalten? Ist das irgendwie so der Anstoß Nobody oder so? Nee, Anstoß Nemo. Also niemand. Neuer Trick. Sag's immer wieder. Ich weiß nicht, was manche. Was denken sich manche dabei? Dass ich denen den Ball überlasse? Kein Ding. Weigere mich, dieses Spiel zu kommentieren. Es gibt hier nichts zu kommentieren. Es läuft alles bestens. Der will, der verteidigt ja nicht mehr. Simon GmbH. Why you do this? Das war Glück. Ja, dann geht der Ball halt ohne mein Zutun ins Tor. Ist mir auch egal. Okay, er hat aufgegeben. Nee. Das ist anrankt. Ich mach noch ein Spiel und dann sind wir durch für diese Folge. Ich meine, auch wenn da mal einer aufgibt, denke ich mal, kommen wir ganz gut durch. Mit den 15 Minuten, die haben wir jetzt schon erreicht. Nicht alle Spieler sind verbunden, Mama. Error 64. 64 Fehler gab es heute noch nie. Morgen gibt es alle wie der Magie.
Los geht es. Ich finde diesen Clubnamen, nicht diesen Clubnamen, diesen Usernamen, den er hat, nicht nur unangemessen, sondern eigentlich geschmacklos und respektlos. Aber manche Leute kapieren es nicht, die sind einfach dumme kleine Kinder, die Spaß haben wollen. Und die spielen dann immer Rocket League gegen mich. Nein! Das wäre ein tolles, schönes Tor geworden. So ist es Bullshit. Ich meine, so kleine Kinder hatten Mofi und ich gestern für euch. Aber es ist schon ein bisschen länger her als gestern. Bei Trackmania. Das waren auch komische Menschen. Okay. Was machst du? Ja, also ich habe heute mit dem Ball in meinem Strafraum gedribbelt. Und du so? Ja, ich nicht. Was denken sich manche Menschen, wenn sie was tun? Ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Okay. Boah, hat er nur Glück gehabt. Das ist belastend. Ja. So ist der Ausgleich doch gefallen. Schönes Wetter draußen. Ich finde es aber auch schön, dass im Moment wirklich wenig so los ist. Und tatsächlich, dadurch, dass die Leute zu Hause bleiben, die Umwelt im Moment nicht so belastet wird. Wie sonst. So.
Aber ihr dürft ja alle noch rausgehen. Ich glaube, ich zumindest die aktuellen Infos. Wenn ich da nichts zu sagen wollte, weil ich vorproduziere. Sehen die das vor, dass man noch rausgehen darf? Aber nicht mit Leuten treffen. Sondern dann nur alleine im Wald spazieren zum Beispiel. Das ist okay. Das finde ich auch gut so. Das ist genau richtig so. Würde ich sagen. Und da sollten sich alle dran halten. Denn je mehr Leute sich dran halten, desto schneller sind wir das Ganze wahrscheinlich wieder los. So. Oh, da hat er Glück gehabt. Er hat Glück gehabt. Und nochmal. Zweimal Glück gehabt, also. Nein, den habe ich nicht getroffen. Ab und zu muss man ja auch mal. Ich muss auch mal eine Verlängerung gewinnen. Alles klar. Gewonnen ist gewonnen. Ach ja, schön, dass du das Spiel verlassen hast. Oh, ja. Geh dir lieber einen neuen Nutzer namens suchen. So, wir sind durch für diese Folge auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Ob das demnächst in der nächsten Zeit nochmal Rocket League sein wird, das kann ich nicht so genau sagen. Das kommt so ein bisschen auf meine Lust an und ob ihr dabei seid. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss.